Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Einzelreview-Video von mir. Diesmal mit dem neuen X-Men Heft 22, das auch den Prolog zu X's nächsten Marvel-Event beinhaltet. Dazu gibt es auch zu den X's selber gibt's ein Gratis-Comic, so ein Gratis-Comic-Tag. Ich habe es auch schon hier liegen und werde euch am Samstag das Video dazu vorstellen. So, dann kommen wir jetzt erstmal zu den neuen X-Men. Es geht halt damit weiter, dass die neuen X-Men in der im ultimativen Universum jetzt gelandet sind, nachdem sie für aus ihrer Sicht in der Zukunft gelandet sind und sich halt durchkämpfen müssen. Iceman kämpft sich hier durch bei den Wesen, die der Mole-Man unter der Erde hat, wo dann hier auch eins rausgeplatzt wird, was auch, denkt man, Hommage an das erste Cover der Fantastic Four ist. Angel ist weiterhin mit der X-23 zwischen den beiden bandet sich gerade sowas an unterwegs zu ihrem Lager. Die beiden haben noch nicht gescheckt, dass sie sich im ultimativen Universum befinden und wollen zum Stützpunkt der Uncanny X-Men, wo die neuen X-Men zurzeit untergebracht sind, was das ehemalige Waffe-X-Projekt-Gebäude ist. Stellen aber fest, dass da alles versperrt ist und ziemlich leblos wirkt. Daraufhin kommt der Sohn von Wolverine aus dem ultimativen Universum auf sie zuhören und zu fragen, was sie da machen wollen. Die schaffen dann auch da reinzukommen, stellen dann weg, dass da fest, dass da alles anders ist und kommen langsam auf den Trichter, dass sie auf einem anderen Universum sind. Auf der anderen Seite sieht man Beast, der in Latveria, wahrscheinlich mal wieder Gnanos falsch ausgesprochen, bei Dr. Doom gelandet ist, der ihn direkt mal ausfragt, wo er herkommt, weil er direkt gescheckt hat, dass er aus einem anderen Universum kommt. Während Miles Morales, seinem besten Freund, dessen Namen ich mal wieder vergessen hat, wie schon öfters erwähnt, wer meine Videos kennt, weiß, ich habe ein furchtbares Namensgedächtnis, aber sei es drum. Auf jeden Fall klärt er hier gerade so ein bisschen Situation mit Jean Grey und so weiter und der ist genau so überfordert mit der Situation und die flüchten dann irgendwo hin. Viel mehr möchte ich auch gar nicht spoilern, geht auf jeden Fall sehr spannend weiter, finde ich. Also wie gesagt, die neuen X-Men ist eine Serie, die mir nach wie vor sehr gut gefällt. Trotz dessen kriegt diesmal das Heft von mir nur eine 3 von 5, aus dem ganz einfachen Grund, weil mir einfach zu wenig passiert auf den 22 Seiten hier. Da wäre storytechnisch auf jeden Fall mehr gegangen als dieses vor sich hingeplänkelt. Trotzdem sehr gutes Heft, eine sehr gute 3 von 5, sage ich mal. Und dann jetzt ganz neu, ist wird in den neuen X-Men-Heften Magneto mit drin verwurstet. Was ich jetzt an sich finde ich das sehr cool, weil Magneto ist auch eine Figur, die mich interessiert und ich wusste gar nicht, dass er eine Solo-Serie hat. Und ich finde schön, dass sie jetzt auch nach ihrem Weg nach Deutschland findet. Was ich dann allerdings nicht so schön finde, ist, dass das Ganze mit Heft 9 startet. Ich finde, Panini hätte dann wenigstens die ersten 8 Hefte vor schon mit reinbringen können, die neuen X-Men, oder jetzt wenigstens ein Paperback rausbringen, wo die ersten 8 Hefte drin sind, sodass man die komplette Serie hat. Ist bis jetzt noch nicht angedacht. Ich habe auch noch nichts gehört davon. Finde ich sehr schade. Es fängt damit an, dass man hier so ein Konzentrationslager sieht, was der Red Skull gemacht hat, um halt alle möglichen Mutanten und Inhumans umzubringen, um die Menschheit von denen zu befreien. Währenddessen sieht man Magneto halt, wie er sich da gerade reinmacht in dieses KZ-Lager, um die Mutanten und Inhumans, die da sich dort befinden, zu befreien. Und währenddessen sieht man immer so Backflash aus dem Zweiten Weltkrieg, wo er damals auch in diesem KZ-Lager war. Damals halt als Jude, der durch die Nazis verfolgt wurde. Und wo man sieht, dass die Kräfte von den dort, die man hat, nicht das Ausschlaggebende sind, einen Kampf zu gewinnen, sondern dass es mehr um den Mut geht, wie um die Kräfte. Es fängt halt ein bisschen an mit Red Skull. Man merkt schon, wohin X's sich entwickeln wird, weil Red Skull hat sich ja bei den Uncanny Avengers, die ersten beiden Paperbacks davon habe ich mir noch geholt, bevor mir die Serie zu schlecht wurde. Auf jeden Fall hat er sich im ersten Band von den Uncanny Avengers ein Stück von Charles Xavier in den Kopf rein operiert, der Red Skull, und hat deswegen jetzt die Kräfte, die Charles Xavier hat. Vielmehr möchte ich auf das Magneto-Heft nicht eingehen. Ich kann nur sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe auch, dass Magneto dauerhaft jetzt in den neuen X-Men drin bleibt. Und ich hoffe auch, dass Panini sich doch noch dazu entscheidet, die ersten 8 Hefte auf Deutsch zu bringen. Der Magneto-Tag kriegt von mir auch eine 3 von 5 und somit ist das ganze Heft eine 3 von 5. Die neuen X-Men bleiben weiterhin eine sehr lesenswerte Serie, wo ich mich auch jetzt schon auf das nächste Heft freue. Das war's für dieses Mal. Kurzes, knappe Review. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!